teilweise grenzt schon stark an AfD. Weil ja CDU, CSU eigentlich miteinander was erreichen sollten und nicht sich gegenseitig zerlegen. Man sieht ja, was dabei rauskommt. Irgendwie hat es ihnen hier gereicht mit dem ewigen Streit über die Flüchtlingspolitik. Drum ist in Fichtach, im tiefschwarzen bayerischen Wald, das Ungeheuerliche passiert. Der CSU-Ortsvorstand hat sich in einem Positionspapier öffentlich gegen den Rechtsruck der eigenen Partei gestellt. Mit dabei Bürgermeister Franz Wittmann. Eben diese Parolen, die wo teilweise schon sehr neu am rechten Rand sind. Die Obergrenze, die man das hat, ist der ewige Streit mit der Frau Merkel. Das beunruhigt halt einfach die Bürger. Auch Mitglieder aus dem Ortsverband haben das natürlich gesagt und haben dann auch gedroht, sie würden austreten. Wenn wir nicht gemeinsam mit der Frau Merkel was unternehmen, werden wir die Bundestagswahl vielleicht verlieren. Eine hochbrisante Angelegenheit. Schließlich ist die Bundestagswahl schon in 10 Monaten. Die CDU wird dann in Bayern wie gewohnt nicht auf dem Wahlzettel stehen. Bisher war das kein Problem, denn bisher galt, CSU-Stimme ist Kanzlerinnenstimme. Also, wer sie wählen möchte, muss für ihn stimmen. Aber ausgerechnet er, ihr Hauptgegenspieler, der erst heute wieder drohte, ohne Flüchtlingsobergrenze keine neue Koalition. Eine verzwickt bayerische Zwickmühle. Ich finde Merkel in der Flüchtlingspolitik war einfach klasse. Hat es ganz souverän und auch wirklich Person gezeigt, Gesicht gezeigt. Deshalb auf jeden Fall will ich Merkel, auf jeden Fall. Und wie machen Sie das? Wen wählen Sie da in Bayern? In Bayern ist natürlich schlecht, wenn Merkel wählen. Wird schwierig. Merkel wählen in Bayern ist schwierig. Geht fast nicht. Es ist momentan schon ein bisschen wirr alles. Das Dilemma trifft aber nicht nur bayerische Merkel-Fans, sondern auch ihre Gegner. Wer CSU wählt, um Merkel eins auszuwischen, muss irgendwie auch damit rechnen, am Ende doch Merkel als Kanzlerin zu bekommen. Die AfD macht mit der Drohung schon Wahlkampf. Wer CSU wählt, bekommt Merkel. Es ist momentan schon ein bisschen wirr alles. Moment. Hat nicht der CDU-Parteitag gerade das Dilemma entschärft? Burka-Verbot, Doppelpass-Rückzieher, Abschiebepraxis. Das klang nach schwesterlicher Annäherung. Aber die Kanzlerin macht halt bei vielem nicht mit. Nicht bei der Obergrenze. Und auch sonst versucht sie zu retten, was zu retten ist von ihrer Willkommenskultur gegen seine Abgrenzungspolitik. Das Dilemma bleibt. Ihr müsst mir helfen. Die Frage ist nur, wie? Lösungsvorschlag Nummer 1. Vielleicht in Bayern einfach Merkel auf den Wahlzettel draufschreiben. In den USA ist das möglich. Aber in Deutschland? Was zur Folge hätte, dass der Stimmzettel ungültig ist, das würde natürlich nach außen jetzt nicht sichtbar werden, aber das könnte für den Wähler selber, sage ich jetzt mal, eine Art von symbolischer Abstimmung sein. Symbolisch Merkel wählen? Vielleicht liegt ja in Regensburg die Lösung des Schlamassels. Dort hat der Pfarrer Ulrich Schneider-Wedding einen Seitenwechsel hingelegt. Er ist aus der CSU aus und in die Thüringer CDU eingetreten. Aus Protest gegen die Attacken von Horst Seehofer. Ich glaube, dass er mehr Wähler verprellt, als er dadurch gewinnt. Das Problem, er ist zwar jetzt in Thüringen CDU-Mitglied, hat aber in Bayern seinen Wohnsitz und darf nur hier wählen. Wie will er so Merkel unterstützen? Doch, CSU wählen? Im Augenblick nicht. Also in dem Augenblick, wo jetzt hier diese Erpressung Merkels, da steht sie zu dem Quatsch, einer Flüchtlingsobergrenze zu bringen, habe ich keine Wahlempfehlung. Die Suche geht weiter. Im Netz finden sich zahlreiche Hilferufe aus Bayern. Internetpetitionen, um die Kanzlerin wählen zu dürfen. Initiativen für CDU-Ortsverbände. In Amberg der Versuch einer Parteineugründung mit Namen CDSU. Und sogar eine Klage gegen den Bundeswahlleiter, eingereicht von einem Nürnberger Anwalt. Dass diese Nichtwählbarkeit der CDU eine Verletzung von staatsbürgerlichen Rechten ist. Alles abgeschmettert. Das Schwesterprinzip kann man nicht von außen aufbrechen. Damit in Bayern CDU gewählt werden kann, müsste die Trennung von innen, von den Parteien selbst, beschlossen werden. Also es wird sicherlich vor allem die CSU sein, die daran kein Interesse hat, dass sich beide bundesweit ausweiten in der jetzigen Situation. Für die CSU ist das das übergeordnete Ziel, diese Dominanz in Bayern aufrechtzuerhalten.
Für bayerische Merkel-Fans wird es wohl eine Wahl der Qual werden. Ihr müsst mir helfen. Ja, schön. Aber wie?